ich habe auch gehört, dass Männer das erfahren, dass quasi sie sexuell für Frauen nicht mehr so attraktiv sind, weil sie zum Beispiel mit schon zu vielen Frauen geschlafen haben und das dann irgendwie anscheinend nicht mehr. Was auch unsinnig ist, weil Frauen interessiert das nicht wirklich. Ne, weil wir hier kommen wir wieder zu der Thematik zurück. Frauen machen Regeln für Betas und brechen sie für Alphas. Das bedeutet, wenn du eine Frau kennenlernst und sie dich wegen des Bodycounts abweist, was, also nochmal, Frauen interessiert das nicht. Also sie finden es nicht geil, selbstverständlich, wenn du eine kennenlernst und du sagst, ja, mein Bodycount ist 80 als Beispiel, dann wird sie nicht sagen, boah, wow, richtiger Macher, ne? Sondern wird sagen, ekelhaft. Aber sie wird dich nie, never ever, wird sie deswegen sagen, ich möchte mich weiter nicht mit dir treffen. Wenn sie natürlich eine brennende Leidenschaft für dich hat. Sie wird sagen, aber ich will trotzdem mit dir. Weil sie Regeln nur für Betas macht. Deswegen für Männer, als das, was sie gerade eben gesagt hat, zählt das nicht. Nur für die... Von den Bitter-Männern, die lassen eher Frauen vom anderen Bumsen. Nur für die gilt das. Wenn so reizvoll zu sein scheint oder man als Frau dann das Gefühl hat, es hatte da schon so viele, jetzt bin ich ja gar nichts Besonderes mehr, also naja, dann halt nicht. So, und das ist auf Frauen, glaube ich, genauso ähnlich übertragbar. Ja, und ich finde es so krass, weil es uns, glaube ich, so stark in unserem Handeln beeinflusst, diese Vorstellung davon, dass jemand irgendwas über uns denken könnte aufgrund von unserem sexuellen Leben, dass wir halt nicht mehr auf uns selber hören und vielleicht Dinge tun, die wir gar nicht wollen oder Dinge nicht tun, die wir aber eigentlich gerne tun würden. Und das trifft halt für beide Perspektiven zu. Also jetzt mal aus der Perspektive, ich entscheide, ob ich mit jemandem Zeit verbringe und dann weiß ich vielleicht, okay, er hatte schon sehr, sehr, sehr viele Sexpartnerinnen. Oder Sex. Woher willst du das wissen? Frauen fragen mich danach. Sexpartner. Und mein erstes Gefühl wäre, okay, ich bin halt, wie gesagt, nichts Besonderes mehr oder so. Auch übrigens der nächste Trugschluss. Ich bin nichts Besonderes mehr. Du warst nie was Besonderes. Frauen können nichts Besonderes bieten. Aufgrund der Tatsache, dass Männer so tiefe Ansprüche haben gegenüber dem der Frauen. Also sind, also ihre, nochmal, ne? Sie redet jetzt über die Betas natürlich. Ihre Aussage ist sinnfrei, weil sie ist generell nichts Besonderes. Sogar wenn er, gut, wenn er einen sehr niedrigen Bodycount, also wenn er kaum Erfahrung mit Frauen hätte, dann wäre sie natürlich was für ihn Besonderes, weil dann kommen wir wieder zurück zu der Thematik, was wir vorhin mit Unge hatten. Für ihn ist sie was Besonderes, weil er mit Frauen sehr wenig zu tun hat, weil er optionslos und bedürftig ist. Und selbstverständlich wird er sie dann podestisieren, weil er sich sagt, ich habe jetzt eine kennengelernt, die finde ich voll mega hot und die ist jetzt für mich was Besonderes, obwohl sie das ja eigentlich nicht ist. Oder ich bin dann auch bestimmt gar nicht so gut, weil der hat ja jetzt schon so viel erfahren und wie soll ich da drankommen sozusagen. Aber wenn man sich den hier... Hä, Moment mal, du hast doch gesagt, du sollst am Anfang Erfahrungen sammeln, also wirst du doch wohl entsprechende Skills dir angeeignet haben. Und jetzt bewusst wird und hoffentlich einen Menschen hat, der dazu auch in der Lage ist, oder man kann das ja auch anregen, dass dann man in dem Moment mit dem Menschen schläft oder was auch immer macht, ist dann in dem Moment toll und die Vergangenheit ist vergangen und alles, was danach noch kommen wird, ist halt nicht... Das ist halt, was Frauen nicht verstehen. Die Vergangenheit ist nicht Vergangenheit oder vergangen. Die Vergangenheit spielt eine sehr große Rolle. Ja, also den Moment können wir voll und ganz genießen. Und aus der Perspektive, wenn du schon mit sehr vielen Leuten geschlafen hast und jemand Neues dazukommt, finde ich auch das Schönste, was man machen kann, sich von allem zu lösen, was schon passiert ist und den Menschen auch nicht mit anderen Verhältnissen oder anderen Erfahrungen zu vergleichen, sondern einfach den so zu sehen, wie er ist. Und wir sind nun mal alle anders und dementsprechend ist auch Sex mit anderen immer anders und immer eine Erfahrung wert, meiner Meinung nach. Und halt genauso andersrum, wenn du halt noch total wenig Erfahrung hast und das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt mal irgendwie Erfahrung sammeln oder keine Ahnung was, dann... Stimmt das aber auch nur dann, wenn du gerade auch wirklich Bock hast und es gerade passt und nur sich auf sexuelle Verhältnisse einzulassen, um überhaupt mal Sex gehabt zu haben oder wenn man denkt, dass man dann zumindest irgendwie nicht mehr ganz so verklemmt dasteht, ist halt auch nicht der richtige Weg, auch wenn man das einfach mal ausprobieren kann und dann guckt, was passiert. Aber sobald weil es wahrscheinlich schon selber ausprobiert hat und das ist nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe,
dass sie dann zur Erkenntnis gekommen ist, okay, jetzt habe ich schon mit wie viel auch immer Männern geschlafen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin kein Meter weitergekommen, was Erfahrung angeht und Skills angeht. Und vielleicht ist es doch nicht gerade die beste Lösung gewesen oder die beste Strategie, sowas hier zu fahren. Es geht mehr darum, dass da mehr dahinter steckt, als jetzt dieses, sie kann in einer Beziehung nicht ewig glücklich sein. Das ist ja noch, also finde ich zumindest, ist ja noch das kleinste Problem an der ganzen Sache. Diese ganzen Sachen, die im Kopf kaputt gegangen sind, während sie sich vom Bett zu Bett zu Bett amüsiert hat, die dann in die Beziehung mitkommen und dir das Leben zur Hölle machen, das wird dann natürlich nicht gesehen. Ne? Das liegt ja nicht dann an mir. Es kommt nicht daher. Das ist ja auch der Grund, warum es ja Alpha-Shaming gibt von Beta-Männern. Weil es nicht darum geht, dass sie vielleicht am Ende keine abkriegen, sondern weil es darum geht, dass sie am Ende die Frauen abkriegen, die halt von diesen ganzen Alpha-Typen rumgereicht worden sind, aber die sie halt am Ende nicht haben wollten. Und dann diese ganzen Beta-Männer sich mit diesen Frauen auseinandersetzen müssen. Also sprich, ich habe eine gefunden, die finde ich toll, aber die wurde halt rumgereicht und die anderen wollten sie nicht haben, aber ich nehme sie jetzt. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich mich mit ihrem mentalen Problem auseinandersetzen muss. Und das Schlimme daran ist ja nicht, dass sie mentale Probleme hat, sondern das Schlimme daran ist ja, dass diese mentalen Probleme auch meine Probleme werden mit der Zeit und mir das Leben zur Hölle machen werden. Und darauf habe ich keinen Bock. Deswegen sagen die ja, hört auf, wahllos die Frauen zu vögeln, uns die Frauen wegzuvögeln. Und dabei geht es nicht um das, ihr nehmt uns die Frauen weg, sodass dass sie uns nicht mehr haben wollt, sondern dabei geht es um das, zu viel Reiten auf dem Schwanzkarussell macht die Frau kaputt, mit der ich später zusammen sein werde. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil ich muss mir dann diese ganzen Respektlosigkeiten gefallen lassen. Ich bin der, der mental kaputt geht, der eine Geisterbahnfahrt haben wird. Mich fragen die Leute immer wieder, würde ich bodycount-mäßig den Bodycount einer Frau akzeptieren, was Beziehung angeht. Und ich habe mal letztens so ein bisschen drüber nachgedacht und das Problem ist, dass alle Frauen, die ich kennengelernt habe, die einen Bodycount, ich sag mal über 8 hatten, okay, über 8, über 10 hatten, da wäre es niemals zur Beziehung gekommen. Nicht, weil mich der Bodycount gestört hat. Soweit kam es niemals. Sondern die waren psychisch so kaputt und durch, dass da keine Beziehung entstehen kann. Also, ich brauche euch keine Zahl zu nennen, weil ein hoher Bodycount bringt nur Probleme mit. Also, du kommst gar nicht dazu, mit den Frauen über Beziehung oder die Thematik Beziehung oder geschweige denn, sie überhaupt mal richtig daten zu können, weil ihre ganzen Red Flag oder ihre ganzen mentalen Probleme das allein schon unzumutbar machen. Und entweder bist du lost und komplett optionslos als Mann und jagst natürlich hinterher und investierst mit, damit der dann irgendwie bleibt und redest dir dann ein, dass es eigentlich doch kein Problem mehr und dass sie brennende Leidenschaft hätte. Oder du bist dann halt weg, weil du sagst, was ist das für ein Verhalten? Okay, ja, dann treffe ich mich jetzt halt mit den anderen. Aber da wären wir jetzt wieder beim Thema, dass selbstverständlich dann solche Frauen solche Videos machen, weil sie natürlich nicht ausgeschlossen werden wollen. Ne, weil es heißt, hey, mein Gott, ich habe dann halt, ne, und jeder soll machen, was er möchte. Es ist nichts dabei oder es ist moralisch gesehen absolut in Ordnung, wenn du als Frau sagst, ich möchte einfach das Gurkenkarussell reiten, die nächsten 5 Jahre. Weil ich in einer Zeit bin, wo ich die besten und geilsten Optionen habe und ich mir das leisten kann. Wo mein Konto quasi bis oben hin gefüllt ist. Mit Möglichkeiten. Und deswegen möchte ich jetzt einfach diese Möglichkeiten nutzen, egal ob die bleiben oder nicht. Hauptsache, ich habe meinen Spaß und alle laufen mir hinterher. Dann mach das. Schön. Also Real Talk jetzt. Auch so Männer wie ich oder andere Männer, die jetzt nicht hauptsächlich nach Beziehungen suchen, brauchen selbstverständlich auch Frauen, mit denen wir unseren Spaß haben können. Mega geil. Nochmal, damit Sie uns das nicht missverstehen. Ich sage nicht, dass Frauen das nicht machen sollen. Ich bin nicht dieser Typ, der sagt, oh, das geht gar nicht. Ich sage, es hat Konsequenzen. Und es muss dich nicht wundern, wenn am Ende des Tages natürlich Männer dich dafür ablehnen werden, sobald die es herausfinden. Das ist alles. Dass du es machst, ist gut. Super. Es gibt so viele Männer, die Optionen brauchen.
und die Bock haben, mit dir One-Night-Stands oder F-Plus zu machen.